Willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Jetzt ist schon der zweite Vlog angefangen mit einem Justin Bieber-Lied. Ich glaube, ich bin ein echter Belieber. Und Ilona und ich gehen uns gleich sonnen. Ich habe eine neue Sonnenbrille. Die habe ich von Luke Luke zugeschickt bekommen. Ich weiß nicht, sieht aus wie eine Fliege oder auch wie Lady Gaga. Aber ich finde sie ganz cool. Und ich glaube, ich nehme Harry Potter mit und lese weiter. Und ja. Ilona, bist du auch schon soweit? Hey, Luna ist eben erst aufgewacht und es ist 14 Uhr. Ich trage mein neues Shirt. Ich glaube, das habt ihr mal im letzten Wochenvlog gesehen. Kim, Courtney, Chloe, Kendall, Kylie und Caitlin. Ich möchte euch ein paar Sachen erzählen. Und zwar habe ich mir gestern den Tag, so gesagt, freigenommen von Vloggen. Also, ich habe so gut wie meine ganzen Sommerferien gevloggt. Die 2 Tage nach London habe ich nicht gevloggt und dann gestern nicht. Und deswegen erzähle ich euch heute, was gestern war. Und zwar, das ist jetzt gar nicht so spannend, aber ich will das euch einfach mal erzählen. Also um 10 Uhr habe ich mich schlafen gelegt, weil ich war plötzlich richtig müde, ne? Ich saß so vorm Laptop und bin so halb eingeschlafen. Habe mich hingelegt, lag bestimmt eine Stunde oder so rum, konnte aber einfach nicht einschlafen, weil ich wollte jetzt eigentlich meinen Schlafrhythmus wieder ein bisschen versuchen, wieder besser hinzubekommen wegen Schule und so. Am Donnerstag muss ich ja wieder hin. Das hat dann nicht so ganz funktioniert. Dann habe ich noch mit meinen Schwestern zu Abend gegessen. So um 11, halb 12. Ich weiß nicht, wie spät das war. Irgendwie hatte ich dann doch Hunger. Dann dachte ich, okay, dann kann ich mit vollem Magen vielleicht besser schlafen. Weil so geht es mir öfter. Ich kann, wenn ich ein bisschen Hunger habe, kann ich überhaupt nicht einschlafen. Habe ich mich hingelegt. Hat aber auch nicht so wirklich geklappt. Und ich weiß nicht so genau, ob ich dann erstmal wieder eingeschlafen bin oder ob ich die ganze Zeit wach war, bis es angefangen hat zu gewittern. Aber ich meine, dass ich nicht geschlafen habe in der Zwischenzeit. Ich weiß es aber nicht. Auf jeden Fall hat es dann mega angefangen zu gewittern und ich bin so ein Mensch, ich krieg richtig Panik, wenn es gewittert, ne? Also ich bin wirklich so ein richtiger Schisser. Normalerweise, wenn es gewittert. Also jetzt mittlerweile geht es nicht mehr, weil ich einen Bettkasten habe, aber sonst habe ich mich immer unters Bett gelegt, weil ich das nicht haben konnte. Und habe die Jalousien runtergemacht, plus habe alle Sachen in meinem Zimmer aus den Steckdosen gezogen. Irgendwie hatte ich Angst, so, dass wenn es in der Steckdose ist, dass damit irgendwas passiert. Und lag immer so unterm Bett, aber jetzt so mittlerweile geht es wieder ein bisschen besser so. Jedenfalls hat es so heftig gewittert, es war so laut, das war nicht mehr auszuhalten. Und Ilona ist so ein Mensch, die verpennt oft Gewitter, aber das hat sie auch gehört, weil das war wirklich so heftig laut. Und ich lag in meinem Bett, hatte richtig Panik. Ich habe richtig geschwitzt, mir war so warm, weil ich so Angst hatte vor dem Gewitter. Ich dachte, das schlägt gleich ins Haus ein, ne? Ich habe da immer so eine Angst vor. Und dann lag ich im Bett und habe mir die ganze Zeit die Ohren zugehalten, weil ich kann das halt nicht haben, dieses Geräusch vom Donner. Ich kann das einfach nicht ab und habe ich mir so richtig stark die Ohren zugehalten und lag da dann bestimmt die ganze Zeit und lag unter der Decke, weil ich das auch nicht haben konnte, nicht zugedeckt zu sein. Gleichzeitig war mir aber so heiß, weil ich so Panik hatte und ja, das war eine echt komische Nacht. Und dann habe ich die ganze Zeit gehofft, es geht weg, aber irgendwie ist es nicht richtig vorbeigezogen. Irgendwann konnte ich dann doch einschlafen, weil es halt weg war, das Gewitter. Und ja, dann bin ich heute Morgen von meinem Wecker aufgewacht, weil ich habe mir extra Wecker gestellt, damit ich lerne, früher aufzustehen. Habe den ersten Wecker verpennt, habe den zweiten verpennt und habe dann letztendlich doch bis 11 Uhr geschlafen. Mein Plan ist richtig aufgegangen, wie ihr gemerkt habt. Auf jeden Fall ist es jetzt 20 nach 5. Und um 17:30 Uhr, also in 10 Minuten, läuft Unter uns. Und das gucke ich dann. Ich hoffe, dass ich heute früher einschlafen kann, hoffentlich. Ich stelle mir morgen früh wieder einen Wecker, hoffentlich wache ich morgen auf und schlafe nicht weiter. Und ich glaube, ihr seht es hier schon ein bisschen. Ich gucke gerade Adventure Time. Das ist das Intro. Hier, der könnte euch auch bekannt vorkommen, wenn ihr Le Floyd guckt. Der ist nämlich in seinem Intro. Beziehungsweise hat er das Intro noch. In letzter Zeit mag er das ja irgendwie nicht mehr so gerne. Kitty ist übrigens auch wieder hier. Kitty. Bibi. Aua. Ah. Die hat richtig ihre Kralle reingesteckt. Kitty, was soll das? Alter, geht's bei dir? Nee, so nicht. Okay, ich gehe dann mal schlafen. Was geht ab, Ilona?
habe einfach heute noch gar nicht gevloggt. Ich bin wieder am Handy in deinem Vlog. Ich bin heute schon um 9 Uhr aufgewacht. Ich um 12. Und Ilona um 12. Und ich habe die ganze Zeit, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Also gerade habe ich ein Video gedreht. Ich habe dieses Make-up geschminkt. Ich war duschen und habe mich geschminkt und das war's. Und so sieht es dann immer aus. Und ich habe sogar mein Get Ready With Me auf Snapchat dokumentiert. Kannst du dir anschauen? Ernsthaft? Mhm. Okay, gucke ich mir an. Und Ilona und ich wollen gleich so ein bisschen zu Rossmann oder so. Ein bisschen spazieren gehen. Ein bisschen swatchen, ein bisschen neue Schminke kaufen. Nein. Weil wir haben ja gar nicht genug. Okay. Eher so Bio-Abteilung, Essen kaufen, aber okay. Früher immer richtig viele LEs gekauft und richtig viel Schminke und richtig viel Pflegezeug. Und jetzt immer so, wenn wir mit Mama sind bei der Bio-Abteilung. Ich will noch das, ich will noch das, ich will noch das. Wir sind wieder zu Hause. Ich habe mir erstmal einen Zopf gemacht. Meine Haare haben mich einfach so genervt. Jedenfalls wollte ich euch kurz meinen kleinen, aber feinen Haul zeigen. Auf jeden Fall ist die Tasche von H&M. Das fragen mich so viele Leute. Und die ist nicht mehr aktuell, aber es gibt jetzt so eine ähnliche. Also die sieht eigentlich fast genauso aus. Und zwar habe ich mir einmal von Harry den Balance Toast geholt. Das ist mein Lieblingstoast. Ich esse nämlich in letzter Zeit auch gerne Toast, ohne den zu toasten. Und dieser schmeckt richtig gut, wenn man den nicht toastet. Dann habe ich mir noch 2 Packungen Haarfarbe gekauft. Intensiv-Color-Creme in 20 Schwarz. Da haben mich nämlich auch einige gefragt, was ich benutzt habe für meine Haare. Und die müssen jetzt noch nicht unbedingt nachgefärbt werden. Aber ich dachte, wenn ich mal bei Rossmann schon mal bin, kaufe ich mir die eben. Und diese Packung kostet 1,79 €. Kann man aber erst ab 16 kaufen. Ich wurde auch nach meinem Ausweis gefragt. Und es ist jetzt noch nicht unbedingt Zeit. Also ich glaube, meine Ansätze, die sieht man ungefähr noch fast gar nicht. Aber ich finde, mit der Zeit wäscht sich das leider raus. Das erste Mal schwarz gefärbt habe ich das mit einer L'Oreal-Farbe, die aber mega schnell rausgewaschen ist. Also das hier hat um einiges länger gehalten. Deswegen habe ich mir die wieder gekauft. Und jetzt gehe ich erstmal Toast essen. Es ist nämlich jetzt 5:20. Das heißt, in 10 Minuten läuft unter uns. Was sagt man denn statt guten Morgen? Guten Mittag? Guten Mittag, es ist gerade 12:30. Meine Haare sind gerade ein bisschen out of control. Ich habe nämlich gerade Sport gemacht, denn es gibt wieder den neuen Septemberkalender. Ich werde mir jetzt was zu essen machen, weil ich habe Hunger nach dem Sport. Und ich denke, ich werde Pancakes machen, weil ich habe gerade ein Rezept gesehen und ich glaube, ich probiere das einfach mal aus. Und jetzt kommt unser schöner Panini-Maker zum Einsatz. Der ist schon vorgewärmt und wir benutzen den zurzeit ungefähr für alles. Deswegen mache ich jetzt einen Pancake da drin. Und ich teste erstmal ein, weil ich bin mir noch nicht sicher, wie das funktioniert. Hier sind jetzt meine Pancakes. Ein paar davon sind mir leider ein bisschen verbrannt. Aber ist nicht ganz so schlimm. Ich kratze das gleich irgendwie runter oder so. Und hier ist jetzt ein fertiges Türmchen. Ich habe da immer Himbeeren zwischen gemacht, also so Tiefkühl-Himbeeren, die ich aufgetaut habe. Und jetzt oben drauf kommt noch Ahornsirup. Das muss immer sein bei Pancakes. Oh, wir hatten schon eine offene und ich habe die jetzt aufgemacht. Egal. Schmeckt richtig gut. Also wirklich richtig, richtig gut. Ich habe mich jetzt einfach mal nach draußen auf unsere Hollywood-Schaukel gesetzt, weil mir ist aufgefallen, in den Ferien war ich teilweise halt oft draußen, sage ich mal so, wie auf den Videodays oder so. Da war ich halt draußen unterwegs. Aber dann gab es Tage, wo ich wirklich mal, beziehungsweise mehrere Tage hintereinander, wo ich nicht einmal nach draußen gegangen bin. Und da möchte ich mich auf jeden Fall bessern, weil ich finde es einfach schön draußen. Es ist gut für die Haut. Und wenn die Sonne scheint, kriegt man auch ein bisschen Vitamin D ab. Ich bereite mich langsam für Schule morgen vor. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich hatte gar keine Sommerferien. Wisst ihr so, irgendwie habe ich das Gefühl, als wäre ich gestern erst in der Schule gewesen. Und heute gehe ich halt einfach jetzt ganz normal wieder hin. Und ja, ich habe jetzt geduscht, wie ihr sehen könnt, meine Haare frisch gewaschen. Dann packe ich gleich so ein bisschen meine Tasche. Habe schon mein Frühstück vorbereitet, das liegt schon im Kühlschrank. Und dann lege ich mich früh ins Bett, damit ich auch so früh wie möglich einschlafen kann. Weil ich habe keine Lust, irgendwie erst gegen 2 Uhr oder so einzupennen, weil da werde ich echt morgen tot sein. Wir sehen uns dann morgen, wenn ich zur Schule muss. Ja. Ich wollte mich ja eigentlich schon von euch verabschieden, aber Kitty ist gerade gekommen und die ist so süß. Ich bin jetzt wieder zu Hause, wie ihr sehen könnt. Ich hatte heute nur 5 Stunden, also ist der Tag schön schnell vorbeigegangen und ich hatte zusätzlich auch noch zwischendrin sind Stunden ausgefallen, deswegen war ich auch noch kurz zu Hause, das habe ich jetzt nicht gezeigt. Aber
Ich habe kurz ein paar Clips für Ilonas Video gedreht, weil da habe ich so eine Gastrolle, sage ich mal, und ich soll so ein bisschen was über Ilona erzählen. Also könnt ihr darauf gespannt sein. Vielleicht ist es auch schon online, ich weiß es nicht. Und jetzt, ich weiß gar nicht, ich habe eigentlich jetzt irgendwie nichts geplant. Ich glaube, ich gucke jetzt Videos oder so. Obwohl, ich müsste eigentlich mein Video schneiden, weil morgen muss das online kommen. Ich sollte auch gleich irgendwann mal Mittag essen. Wäre vielleicht auch eine gute Idee, aber ich habe keine Lust zu kochen. Kennt ihr das? Man hat Hunger, aber null Lust zu kochen, dann kocht man einfach nichts. Ich gucke jetzt hier das Video von Nie und ihrer Schwester, und zwar die brasilianische Candy Challenge. Habt ihr vielleicht schon gesehen? Jetzt gucke ich jetzt mal weiter. Leute, es ist wieder soweit. Mir ist eisig kalt, deswegen kommt wieder der Bademantel zum Einsatz. Ich liebe den. Zum Glück ist es wieder kalt und ich kann den tragen. Jedenfalls wollte ich euch zeigen, Ilona hat vorhin ihr Zimmer aufgeräumt und mal wieder ausgemistet. Sie macht das ungefähr gefühlt alle 2 Wochen oder so. Und sie hat mir einfach mal ganz viele Bodysprays geschenkt, weil sie die irgendwie nicht benutzt, weil die nicht mag. Keine Ahnung. Hier einmal 2 von Hollister, einmal Laguna Beach und, okay, Frisian Bay. Hä, war das nicht Tippers Beach? Nee, Laguna Beach, okay. Und hier ist Such a Flirt von Victoria's Secret und keine Ahnung, wie das heißt, von Soap and Glory. Ich gucke gerade einen Vlog von Ist das Live, und zwar Bruder schlägt zu. Und den gucke ich mir an und nebenbei ziehe ich mich um. Und dann ist mein abendliches Sportprogramm dran. Heute sind, glaube ich, die Arme dran. Ich habe Sport gemacht, dann habe ich gegessen und dann ist mir eingefallen, dass ich morgen ein Video hochladen wollte. Und ich habe das noch gar nicht geschnitten, deswegen mache ich das jetzt. Es ist 9:30 und ich habe morgen Schule. Aber das ist nicht ganz so schlimm, weil ich morgen zur dritten habe. Was machst du? So, ich hatte heute zur dritten Stunde und hatte dann nur 3 Stunden. Schön, oder? Und jetzt bin ich zu Hause auch schon seit einer Weile. Und jetzt ist Kitty mein Zimmer gekommen und jetzt ist auch noch Ilona gekommen. Family is together. Ich habe Hunger, aber ich habe null Bock, mir was zu machen. Ich habe keinen Hunger, aber ich habe Bock, mir was zu machen. Kannst du mir denn einfach was machen? Nö. Ui, Kitty, du Süßi. Ich glaube, du hast Hunger. Hast du denn schon von den Nuggets erzählt? Ich habe denen noch nicht von den Nuggets erzählt. Das seht ihr in meinem Vlog. Ich erzähle euch ganz viel über die Nuggets. Okay, ich verlinke euch Ilonas Vlog. Da rastet sie aus wegen ihren Nuggets. Ich liebe die Nuggets. Und ich hatte gestern auch 2 davon und die sind auf jeden Fall ganz lecker. Delicious. Delicious. Wie kann man so süß sein? Uiuiui. Die macht ja nicht mal was, ne? Die guckt einfach ganz süß. Die liebt ja einfach und ich finde sie so süß. Sie ist einfach so niedlich. Ich verstehe es nicht, wie Katzen so süß sein können. Unter uns for the win. Sollen wir das Video zusammen schneiden? Ich habe mich gerade fertig gemacht, denn es geht heute auf einen Geburtstag. Und zwar feiert eine Freundin von mir ihren 18. Geburtstag und ich war so schlau und habe mein Handy nicht vorher aufgeladen. Wer hat Lust auf die Make-up-Cam? Bin ich wieder zurück mit der Make-up-Cam. Eyeliner und Lashes, Augenbrauen, so ein bisschen was auf den Wangen. Okay, sieht man nicht. Und ganz bisschen was auf den Lippen. That's it for today. Und ich wollte noch was zum Thema Schule sagen. Und zwar hatte ich ja jetzt 2 Tage und ich hatte an beiden Tagen jeweils nur 3 Stunden Unterricht. Deswegen habe ich noch nicht so ganz das Gefühl, dass ich wieder Schule habe, aber es geht. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen müde, das merke ich schon so im Gegensatz zu den Ferien. Aber sonst ist eigentlich noch alles ganz gut. Wir haben heute schon ich weiß nicht, ob die anderen Termine schon feststehen. Ich habe da immer so gar keinen Plan von. Heute hat unser Deutschlehrer schon unser Datum für die Vorabi-Klausur gegeben. Ja, schon in 3 Monaten, meine ich. Nicht schlecht, dann sind die Vorabi-Klausuren. Ein paar Monate später sind auch schon die Abi-Klausuren und dann ist es schon vorbei. Was? Es ist 14.15 Uhr und ich bin schon seit 10 oder 11 Uhr wach. Ich lag die ganze Zeit schön im Bett, habe ein paar Videos angeguckt, habe ein bisschen Musik gehört so nebenbei. Und irgendwie kommen keine neuen Videos online. Ich weiß nicht, irgendwie ist meine Abo-Box die ganze Zeit schon komplett geguckt. Ich weiß nicht, ob ich zu wenige Leute abonniert habe oder... Oh, es ist jetzt ein Video von Snookyfull online gekommen. Ich freue mich auf meine
Podcast. Gucke ich mir das erstmal an. Ich habe gerade das Video von Ilona geguckt, das ist meine Body-Geschichte. Ich habe ja auch schon mal eine Body-Geschichte gedreht. Ich verlinke euch meine und ihre unten in der Infobox und bald kommt auch mein Update davon. Also könnt ihr euch da schon mal drauf freuen, wenn euch das Thema mehr interessiert. Und ich gucke jetzt erstmal das Video von Marie. Also seitdem ich meine Haare das letzte Mal abgeschnitten habe, sind die jetzt nicht so lang geworden. Aber ich glaube, ich habe die irgendwie so abgeschnitten oder so. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall habe ich gerade irgendwie Lust, die weiter abzuschneiden. Ihr kennt das Problem bestimmt. Einerseits möchte man richtig lange Haare haben bis sonst wohin. Aber andererseits will ich die auch einfach abschneiden. Ich glaube, ich mache es jetzt. Ich nehme euch jetzt mit, wie ich meine Haare schneide. Ich werde nämlich häufig gefragt, Laura, wie schneidest du dir selbst deine Haare? Also, da gibt es keine Regeln oder so. Ich schneide einfach da, wo mich Haare stören. Wie ihr seht, sind die alle so ein bisschen schief. Oh, ich glaube, ich schneide gleich noch ein Stückchen ab. Komm. Wenn schon, dann schon, Laura. Ich muss auf jeden Fall diese Seite jetzt noch kürzen und dann mache ich nur noch so ein bisschen Stufen rein und ich mache das hier so zum Beispiel vorne halt, dass ich so Pony-Strähnen so gesagt habe. Also wisst ihr, so kürzere Strähnen. Die schneide ich mir gleich noch, aber das seht ihr dann. Mein Akku ist gleich leer, deswegen wir sehen uns später. Okay, es ist jetzt schon 15 Uhr und ich habe mich natürlich mal wieder noch nicht gemeldet. Also ich habe nicht so wirklich Hunger, aber so ein bisschen eine Kleinigkeit essen kann man immer und vielleicht mache ich dann direkt auch schon danach Sport. So ihr Lieben, es sind jetzt auch schon einige Tage vergangen und ich habe jetzt die letzten Tage nicht mehr gevloggt. Ich wollte euch hier am Ende einfach nur mal sagen, dass ich erstmal jetzt keine Wochenvlogs mehr machen möchte. Ich weiß, ihr habt die immer mega gefeiert und habt euch immer mega drauf gefreut und so weiter. Aber mir ist halt so aufgefallen, ich finde, das merkt man halt vor allem jetzt in diesem Vlog. Ich habe irgendwann nicht mehr so viel gefilmt. Also sonst war es halt so, ich bin morgens aufgewacht, habe direkt zur Kamera gegriffen oder sonst was. Und teilweise jetzt in diesem Vlog habe ich immer erst so um 3 irgendwann gemerkt, ach ja, du machst ja einen Wochenvlog. Und ich habe einfach gemerkt, dass mir das irgendwie nicht mehr so viel Spaß macht wie am Anfang. Und deswegen werde ich erst einmal so eine kleine Pause machen. Ich werde bestimmt bald mal wieder irgendwelche Schulalltagsvlogs machen. Ich fahre auch bald auf Studienfahrt und davon wird auch wieder ein Wochenvlog kommen. Also keine Sorge, wir sehen uns bald auch schon wieder in einem Wochenvlog, aber ich wollte euch das einfach nur nochmal sagen. Und ja, ich hoffe, euch hat trotzdem der vorerst letzte Wochenvlog gefallen. Es war einfach nur so mein Plan, dass ich halt meine Sommerferien komplett vlogge. Das war so mein Plan, den ich hatte. Deswegen habe ich mir auch extra diese Kamera gekauft, einfach damit ich so eine schöne Erinnerung von diesem Jahr, von meinen Sommerferien habe. Falls ihr euch fragt, warum ich diese Frisur habe, die habt ihr in meinem letzten Video gesehen. Und zwar habe ich ein Frisuren-Tutorial gemacht, weil mich so viele nach dieser Frisur gefragt haben, wie das funktioniert, obwohl sie doch so einfach ist, wollten das so viele wissen. Verlinke ich euch in der Infobox und ja, das war's dann heute von mir. Tschüss und bis zum nächsten Mal.